Aber der Herr Jesus will die gar nicht. Die sind raus. Die sind raus aus dem Fenster. Die sind weg vom Fenster. Das ist grauenhaft. Wie du schon sagst, die Kirchen haben diese LGBTQ-Fahnen bei sich draufhängen. Wobei, wir wiedergeborene Christen, wir leben wie alle Sünder, alle Menschen. Ob Mörder, Vergewaltiger, Homosexueller, was weiß ich, alle Sünder. So wie der Herr Gott die Welt liebt, alle Menschen, und will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und errettet werden, so lieben wir die auch. Aber wir machen uns nicht eins mit ihrer Sünde. Das heißt, der homosexuelle Mensch, der ist jederzeit willkommen, aber nicht seine Homosexualität. So wie ein unzüchtiger Heterosexueller auch nicht bei uns willkommen ist. Ich bin selber heterosexuell. Und auch ich muss mich benehmen, dass ich vor der Ehe keinen Sex vor der Ehe habe. Das ist Sünde. Genau. Wenn man es genau nimmt und ja, genau. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, das ist, wir sind alle Sünder. Ob ein Homosexueller oder ein Heterosexueller, der vor der Ehe Sex hat, das sind alle Sünder. Und Gott will sie alle retten. Ja, aber wie würdest du von diesen Menschen dich distanzieren? So, also, was wär dein Appell? Wie durch unsere liebevolle Art, wie der Herr Jesus auch mit Liebe die Menschen und die Hurer und die Zöllner zu sich geholt hat, so müssen wir auch mit Liebe die Menschen zu uns holen. Dass sie nicht denken, wir sind gegen sie, nur weil die Sünder sind. Wir sind alle Sünder, so müssen wir auch gegen uns sein. Als ob jetzt Homosexualität die einzige Sünde ist, die Gott so schlimm findet. Also Ehebruch, wenn es Christen fremdgehen in der Ehe, ist nicht so schlimm wie Homosexualität. Oder wenn ein Christ vor der Ehe Sex hat, Unzucht treibt, das ist okay, das ist nicht schlimm. Nur die Homosexualität, damit hat die ganze Christenheit ein Problem. Nee, also mit ganz vielen Sachen, die auch du gerade benannt hast. Aber das ist eine Sache, die wir damit, wir müssen damit umgehen, dass immer mehr wird, und wir schicken unsere Kinder zum Kindergarten und zur Schule oder wie auch immer oder in öffentlichen Plätzen, wo sowas toleriert, und okay, also die Kinder sehen das ja auch alles so, und das wird ja nur schlimmer, nicht besser. Das wird ja noch gut, aber das hat ja doch der Gott vorhergesagt, dass die Welt zugrunde geht und dass bald die apokalyptischen Gerichte beginnen. Aber da sind alle Sünder mit betroffen. Wenn Gott demnächst diese Welt unter Feuer setzt, dann kommt der Homosexuelle dran, der Heterosexuelle, der vor der Ehe Sex hat, der friedliche Nachbar nebenan, der nur einmal gelogen hat letzte Woche, alle kommen dran. Alle Sünder kommen dran, nicht nur der Homosexuelle. Dann müssten eigentlich alle dran sein, weil sündfrei gibt es keinen. Es gibt keinen, der sündefrei ist. So einfach ist das, ja. Genau so ist das. Aber was ich sehe, die ganze Christenheit hat nur mit einer Sünde Probleme und ist die ganze Zeit gegen Homosexuelle, die Homos. Aber so hat der Herr Jesus uns nie berufen. Der Herr Jesus hat die Ehebrecherin aufgehoben und hat ihr verziehen und hat gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Da hat ich gesagt, ey du, man muss jetzt eure Fahnen verbrennen, ihr Ehebrecher. Nein. Wir hätten, aber weil es keine Christen gibt, nur so Kirchen und so weiter, die nicht, also wahrhaftige Christen sind, haben wir diese Probleme hier. Genau. Und die haben die Homosexuellen und alle anderen Sünder, alle Arten von Sünder da draußen in der Gesellschaft, haben wir nicht in Liebe aufgefangen, sodass sie gesehen hätten, oh, ich werde ja gar nicht verurteilt. Die lieben mich. Ich muss nur von meiner Sünde ablassen. Aber sie haben nicht gegen mich was. Sie haben gegen das Böse, was ich tue, etwas. Aber wenn auf einmal diese ganze Kirche oder was weiß ich gegen die Homosexuellen vorgehen, das hat uns der Herr Jesus nicht beigebracht. Im Alten Testament, was hätte mit jemandem passiert im Gottesstaat Israel, wenn er vor der Ehe Sex hatte? Ganz normal, Heterosexualität. Was wäre passiert vor der Ehe Sex im Alten Testament? Eine ganz schlimme Sache natürlich, ne? Todesstrafe.
Ja. Ja, genauso wie ein Homosexueller. Todesstrafe. Beide dieselbe Strafe. Das heißt, es geht hier nicht Gott um Sexualität, dass der eine korrekte Sexualität hat, also hetero, und der andere homo. Nein, beide müssen in der Sünde sich benehmen. Trotzdem gibt es so, ja Schlimmheit oder Grad von also man muss sich trotzdem schützen und auch mal ja, so das sagen, dass das halt... Also, dass der Nachbar jetzt gelogen hat oder lügt oder der andere die und die andere Sünde begeht, okay. Aber das beeinflusst ja nicht die Umgebung. Und ich finde das viel schlimmer, wenn Sachen passieren, die Umgebung beeinflusst. Woher willst du denn wissen, ob eine Lüge nicht vieles zerstört? Also, wenn jetzt die Homosexuellen rumlaufen, da wird doch nicht die ganze Gesellschaft... Die ganze Gesellschaft wird doch nicht homosexuell, weil die jetzt ein paar Homosexuelle sehen. Immer noch sind die meisten Menschen, 90% der Menschen, immer noch hetero. Ja gut, aber wenn man so zurückschaut, es ist schon drastisch mehr geworden. Ja, weil die jetzt rauskommen, weil die mutig werden. Früher haben die um ihr Leben gefürchtet, die Homosexuellen. Verstehst du? Das ist wie mit den Ex-Muslimen. Wenn man die kommen lassen würde, raus, und dass sie nicht um ihr Leben fürchten würden, da hättest du 100 Millionen Ex-Muslime in den islamischen Ländern. Weil die unterdrückt und Angst hatten. Und jetzt kommen die raus. Ich fand das auch interessant. Ich hab mit einem älteren Onkel telefoniert, vor kurzem sogar. Ja. Und habe die Situation geschildert, dass hier so und so. Und dann hat er auch gesagt, denkst du, vor 30 Jahren gab es bei uns sowas nicht? Aber die haben sich, wie du jetzt gerade sagst, nicht gezeigt oder nicht getraut. Oder, ja, genau. Ja, heutzutage trauen sie sich immer noch nicht. Aber mittlerweile haben die meisten immer mehr schon gemerkt, wir müssen etwas tun, ne? Das ist so, als deswegen wenn die jetzt das, alle, deswegen alle ist das auch Leute, die vor der ESX ne? haben schon, deswegen wäre dasselbe, als ob wir Christen jetzt alles hingehen würden auf der Straße und die ganzen Leute, die vor der ESX haben, so brandmarken. Das ist ja voll wahnsinnig. Ja. Wir picken uns eine Sünde raus und dann da draufschlagen die ganze Zeit. Obwohl es Millionen Sünder gibt. Alle sind Sünder, die Leute. Ja. Also hier geht es nicht um eine spezielle Sünde bei uns Christen, sondern wir Christen müssen den Menschen lieben, aber die Sünde hassen. Genau. Und zwar alle Arten von Sünde. Alle Arten von Sünde. Ja, ich wünschte bei Gott, wir könnten einmal, um auf das Thema zurückzukommen, diese Apostasie, wir könnten einmal nur die Todesstrafe wegnehmen, so eine Woche lang, und die Menschen einfach entscheiden lassen, ob sie im Islam drinnen bleiben wollen oder nicht. Was meinst du, was für Ausmaße das annehmen würde? Ja, natürlich. In Scharen würden die raustreten. Ne? Ja. Natürlich haben wir die Pflicht, auch die Homosexuellen aufzunehmen und ihnen das Evangelium zu verkünden, dass sie errettet werden, dass der Herr Jesus sie liebt. Und dass jeder gerufen ist, jeder Mensch ist gerufen zum Evangelium des Heils. Nicht nur die Heterosexuellen. Ich finde das aber trotzdem wichtig, dass wenn der Ex-Muslim das auch mit dem Christentum erklärt, dass er auch mal betont, explizit, dass ein Christentum, der eigentliche Christentum, nicht viel damit zu tun hat, was hier so abläuft. Der Jesus Christus hat scharf die Pharisäer zurechtgewiesen und er hat uns das beigebracht, dass wir auch scharf in unseren Worten sein sollen. Aber nicht physisch, sondern die Wahrheit verkünden. Genau. Daran sieht man, dass du noch nie die Bibel gelesen hast. Du sagst einfach, ja, ich bin Armenier, Urchristen und sowas. Aber die Bibel hast du nicht einmal aufgeschlagen, um herauszufinden, was dein Vorbild getan hat. Und zwar der Herr Jesus. Naja, also... Sag die Wahrheit. Hast du die Bibel gelesen? Nein. Sei ehrlich. Ich hab's gelesen, aber nicht durchgelesen. Ja. Also. Und das ist auch nichts Schlechtes, dass wenn du etwas weißt und mir sagst und... finde ich jetzt nicht negativ oder nicht schlecht, das ist doch... Ja, du weißt doch, wie der Herr Jesus Christus scharf mit den Pharisäern gesprochen hat, oder? Ja. Siehst du? Und er hat sie zurechtgewiesen. Er hat die immer wieder in eine Debatte herausgefordert und sie wollten nicht hören. Und er hat die immer weiter, er hat die sogar als Teufelskinder betitelt. Teufelskinder! Willst du auch das zum Herrn Jesus sagen? Herr, warum redest du so mit denen?
Siehst du? Alles gut. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg auf jeden Fall. Danke fürs Hochnehmen. Danke. Und ich folg dir sowieso. Okay. Denn ich versuche mal jetzt den Kollegen auch zu folgen. Reza habe ich auch gefolgt. Danke da ist auf mein Bruder, das Gespräch. Ne? Mein Bruder. Nimm wieder die Beziehung zum Herrn Jesus Christus auf. Lies ein wenig wieder in der Heiligen Schrift. Du hast lange nicht mehr gelesen. Lies ein wenig. Also wir haben, guck mal, wir haben also ein einziges Buch, also in Armenien, wir haben ein einziges Buch, wir haben kein altes, neues Testament oder wie auch immer, sowas haben wir nicht. Wir haben ein einziges Buch, der unverändert ist bis heute und nur nach dieses Buch gehen wir. Ja, und das heißt nicht Bibel, also ich kann jetzt die Bezeichnung jetzt sagen, aber das will ich nicht sagen. Das ist auf Armenisch, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch so genau heißt, aber das heißt Atmen Gottes, wenn man jetzt wörtlich auf das Atmen Gottes, also wenn man auf Deutsch genau auf, also übersetzt halt, ne? So, das ist das einzige quasi sogenannte Bibel und also eigentlich akzeptieren wir überhaupt nicht dieses Neu, Alt und wie auch immer halt. Wir haben ein Buch und wir gehen danach. Ja, das ist eine Katastrophe, was du gerade sagst, ey. Das ist keine Katastrophe. Wie kannst du denn... Ja, du akzeptierst kein altes und neues Testament. Wie? Ich raff gar nichts, was du gerade sagst. Wir haben ein einziges Buch, was ich von meinen Großeltern, von meinen Eltern kenne. So. Und auf Deutsch übersetzt, das heißt Wortes, Gottes Atmen. Das heißt, also auf unserer Sprache heißt das Aswasserschunsch. So. Und bei uns, ich kenne sowas gar nicht, dieses Neu-Alt und sowas. Wir haben ein einziges Buch und danach, und das ist das, was die Leute quasi in Kirchen oder selber lesen und sowas. Bei uns gibt es da keine unterschiedlichen Bücher. Ja genau, was steht denn da drin über den Herrn Jesus Christus in diesem Buch? Das ist, wird über Jesus erwähnt? Das ist Bibel, aber das heißt nicht Bibel bei uns, sondern, wie gesagt, wenn man das genau übersetzt, Gottes Atmen, ja. Das ist das Bibel eigentlich, aber halt nicht neu, alt und sowas, sondern dieses Buch wurde rausgebracht irgendwann mal und das wurde nicht verändert bis heute. Ich weiß gar nicht, worauf was du da sagst, Mann. Was erzählst du denn da? Wenn das dich interessiert, kann ich dir das mal zeigen. Nee, mich interessiert nur die Bibel, die vollständige Bibel, altes und neues. Das ist Bibel, aber nicht altes, neues. Das ist ein einziges Buch, der... schon von 1000 Jahren, der wurde nicht verändert. Ist ja ein Armenier drin, der diesen Quatsch auch noch bestätigen kann, oder was ist das? Ich kann dir das zeigen, das ist kein Quatsch. Armenier erkennt sich nicht aus, ja, wie? Wurde nicht aufgeteilt. Ich kann dir das Buch zeigen, das haben wir zu Hause. Armenier erkennt sich aus, ja, was denn jetzt? Ich check gar nichts. Ja, diese Leute werden das nicht wissen, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Ne? Der Inhalt ist identisch, schreibt hier jemand. Genau, ja, was richtig, denn nicht? Richtig. Wie heißt das genau. Buch? Mein Leben nicht. Na, ist auch egal, ey. Also auf jeden Fall, lies die Evangelien, dann kannst du gucken, was der Jesus gemacht hat. Ich würde gerne mal wirklich dieses Buch dir zeigen. Was ist denn für ein Buch? Was ist das? Ich hab's nicht bekommen. Was ist das für ein Buch? Hallo? Ja. Was ist das für ein Buch? Wir haben gerade gesprochen, wegen diesen Alten und Neuen Testamenten, habe ich gesagt, bei uns gibt es kein altes Neues, sondern bei uns ist ein einziges Buch, der nie verändert worden ist. Wie? Es gibt doch den alten Bund und den neuen Bund. Nein. Altes Testament und Neues Testament. Ja, hier in Deutschland, ja klar, Europa, ja, das glaube ich. Das ist, was verändert worden ist. Hast du eine andere Bibel oder was? Das ist, ich kann euch gerne das zeigen. Ja, wie heißt das erste Buch? Ganz, ganz vorne. Womit beginnt das Buch, was du meinst? Mit dem bekanntesten Gebet. Bekannt? Ist das die Bibel oder ist das ein Buch, was du da hast? Nee, das ist das Bibel, aber nicht. Fängt das nicht mit dem ersten Buch Mose an? Genau. Buch Mose Bereshit. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Richtig, richtig, korrekt, ja. Ja. Ja, das ist das erste Buch Mose, ja. Und das letzte Buch, was ihr habt, was ist das? Wie nennt sich das?
Wir haben kein erste letzte. Das ist das Einzige. Wir haben kein erste letzte. Ja, wie heißt das letzte Buch? Also habt ihr nicht die Offenbarung, Johannes? Das ist alles in diesem einen Buch. Wir haben kein neues altes Liste. Vielleicht wird das anders. Also wir haben kein neues, ich glaube, der kennt sich null aus, Lisa. Hä? Ich glaube, der meint die Bibel, aber er weiß nicht, was das letzte Buch in seinem Buch drin ist. Also was das letzte Buch der Bibel ist. Die Offenbarung, Johannes. Also die Offenbarung über Johannes steht auf demselben. Das ist auf demselben, also das ist in demselben Buch. Wir haben ein einziges Buch. Ja, wir haben auch ein einziges Buch, bestehend aus Altem Testament und Neuem Testament. Ja, aber was war denn? Ich geh kaputt, ey. Ich hab hier gar nichts mehr, ey. Also über Neue Testament, das habe ich erst hier in Europa so mitbekommen, was Neue Testament betrifft. Ja, das ist eine Katastrophe, ist das, Mann. Wir können das mal vergleichen. Ich würde gerne dir das Buch einmal zeigen. Ja, mach mal deine Kamera an und zeig mal dieses Buch. Ja, ich mach dich mal groß. Das Buch jetzt bei unseren Eltern. Das Buch. Ja, wie bei unseren Eltern. Ja, das Buch würde ich dir mal gerne zeigen. Das ist auch in armenischer Schrift natürlich. Aber wir können das auch mal vergleichen. Du kannst sagen, die und die Verse, und dann kann ich reinschlagen zum Beispiel, dann können wir das vergleichen. Ja, keine Ahnung. Ja, dann kommst du irgendwann mal wieder, dann kannst du eine Kamera anmachen und dann kannst du uns das dann zeigen. Genau, das würde ich dir echt gerne zeigen. Genau. Mach's gut, ciao, ciao, Gott segne. Ja, danke, ciao. Ja. Also habe ich noch nie sowas gehört, genau, habe ich noch nie gehört. Das ist Bibel, nur erkennt sich nicht aus. Ja, denke ich mir auch die ganze Zeit. Bestimmt der Koran. Der Korani. Hallo Armin, wie geht's dir? Gut, gut, Danny, und dir? Auch gut. Was wollte er denn für ein Buch zeigen? Er wollte dir zeigen, dass du zu den Headstreet Boys gehörst. Das wollte er dir zeigen. Oder wollte. Darf ich mal. Ich mach mal Kamera an, ja? Nee, mach bitte keine Kamera an, weil mein Tag war gar nicht mal so schlecht. Bitte. Nein. Ich glaube, ich weiß, welches Buch er meint. Er meint, glaube ich, dieses Buch hier. Was ist das? Ich weiß es aber nicht. Tabaluga. Ah, Tabaluga, okay, ja genau. Irgendwie sowas. Sag ihm mal, ist das aramäische Buch hier? Meint er das? Ja, das weiß man leider nicht, ey. Ja. Geht's euch sonst gut, beiden? Ja, alles super soweit, ja. Reza ist wie immer stumm geschaltet. Ja, die Streams sind richtig power, gut, viele Zuschauer. Viel Hetzerei wird betrieben. Was? Mein Gott, die Leute drehen alle am Rad. Da kommen die Leute zu dir. Du warst letztens im Transporter und dann wollte doch irgendwie jemand die Tür da bei dir aufreißen, oder? Ja, das war einer von uns da. Ach so, ich hab keinen Bock, dann hier eine Grundsatzdiskussion zu führen, ey, während ich ja gerade live bin. Habe ich gesagt, bleib mal da. Ach so. Ja, ich dachte schon, was ist da passiert? Nein, ach. Ich würde direkt meine Pumpgun würde ich da ziehen aus meinem Auto. Nein, um Gottes Willen, wir haben keine Waffen oder sowas. Mufti Abu Amir regelt das nur mit dem Herrn Jesus Christus. Ja, Amen, genau. Ja, hoffen wir mal, dass viele auch Muslime durch deine Streams aufwachen, ne, dass sie dann auch zu den lebendigen Gott kommen. Es ist ja nicht mehr viel Zeit. Wir wissen auch nicht mehr, wann der Herr, also wir wissen ja nicht, wann der Herr kommt, ja. Aber es kann jederzeit geschehen. Ne? So sieht's aus. Deswegen kann man diese App auch sehr gut nutzen, um hier auch Aufklärung zu betreiben. Und ja,
Ja, dass mach der ich eine auch. oder der andere dann auf dein Team kommt und gerettet wird, ne? Bin ja umgeben von kleinen Lümmels. Ja. Und wie sieht's bei dir aus, Danny? Was gibt's da Neues? Ja, auch sehr gut. Ich bin ja jetzt viel mit Resa live die letzten Tage gewesen. Und da haben wir ja Streams gemacht über diese AfD. Weißt, jetzt bist du weg. Amir, ich bin ein Fan. Leute, ihr sollt kein Fan sein von Amir oder irgendjemandem. Ergötzt euch nicht, Leute. Ihr Kommt zu den dürft Herrn keine Jesus Fans Christus. sein, da hat er recht. Ihr sollt nur meine Fans sein. Nicht von Amir. Hallo, Reda. Hallo, mein Schatz, ich liebe dich. Du bist der Einzige für mich. Die anderen finde ich alle doof. Deswegen Ja, mache Gott. ich dir den Hof. Ich merke das ganz speziell. Ich merke sowas ganz, ganz schnell. Ich liebe dich, ich küsse dein Herz. Dankeschön. Das Ganz heißt, die viel Ärzte sind Liebe. auch, ich küsse dein Herz und sowas. Die Ärzte. Ja. Du hast doch mal, Reza, du hast doch mal dieses bei diesem Vortrag das eine hier so ein Albumcover gezeigt mit den Ärzten. Kannst du dich noch daran erinnern, wo diese drei Kinder da an einer Reihe saßen? Ja, nackt Kinder in nackt Badewanne. Ja, die Ärzte. Das waren ja schon bestimmt 3 oder 4-jährige Kinder, richtig? Da waren sehr, sehr junge Kinder, ja, vielleicht so ab 6 oder was, 5, 6 Jahre bis 10 oder sowas. Ja, das ist Gott, ein dass Cover die von so ein. Ärzten, von den Ärzten. Aber dass die so ein Coverbild nehmen, ne? Und dafür nicht angezeigt worden sind, das ist krass, das ist echt Ja, heftig. die Menschen befinden sich ja unter Mind Control. Bei mir an der Bushaltestelle, wenn du, also bei mir an der Bushaltestelle gibt es ein Plakat von so Babys, wo man die Popos sieht, weißt du? Und da ist keiner, der was sagt. Was meinst du, wenn das jetzt so Pedo, du weißt ja, Pedo-Satanisten sind, da geht ja ein ab bei denen. Ja, sicher, klar. Einfach so an der Bushaltestelle siehst du ein Plakat mit nackten Kinderärschen, TikTok-Sportlich. Das ist doch sowas von böse. Und Aber die keiner guckt da Menschen hin und sind sagt, ey, warte mal, das gleichgültig. ist runter da. Wenn die schon jetzt demnächst, also die Mädels in den Schwimmbädern oben ohne mit ihren Busen Brüste rumlaufen dürfen. Das heißt, der Mensch wird Schritt für Schritt immer weiter desensibilisiert gegenüber der Sünde. Und so geht Sehr der heftig, Satan immer ja. vor. Ne? Schritt für Schritt. Immer jede Generation, jede 10 Jahre geht er immer eine Stufe weiter, immer ein Stück weiter. Der macht das nicht direkt auf einmal, sonst wird es auffallen. Ja. Der macht das auch immer langsam, stetig. Sodass der Mensch immer sich an Bei die uns, eine. Digga, Ja. bei uns gibt es Kinderdisco ab 12 Jahren. Eintritt ab 12, also du musst 12 Jahren bis halb 11 geht das. Das musst du dir mal geben. Kinderdisco für Kinder gibt es jetzt schon bei uns hier. Das sind halt die ganzen Entwicklungen und der Mensch merkt das Und einfach sowas nicht mehr. gab es früher auch nicht. Das ist sowas von brutal. Ich war Ja. auch, ich bin ja, ich bin zur Arbeit gefahren und da saßen auch so, ich weiß nicht, wie alt die waren, 10 Jahre, 11 Jahre, aber hättest du gesehen, wie die angezogen waren, ne? So also richtig enge Leggings, bauchfrei, so Sport-BH. Und dann so auch geschminkt und auch wie die geredet haben, total krank, ehrlich, total krank. Das ist echt Wahnsinn. Ja, ich bin da, letztens habe ich gesehen, wie Schule aus war, ne, so um 12, 1 Uhr, da bin ich ja gefahren.
ganz normal auf der Straße. Auf einmal habe ich gedacht, ist das eine Prostituierte, die da um 12 Uhr rumläuft mit ganz heftigen Klamotten? Ich gucke, nee, das ist ein ganz junges Mädchen, so 12, 13 Jahre alt. Da kam die so an von der Schule raus und die hatte ein BH an. Dessous. Wow, diese, was man in Sexshops, was man in Sexshop bekommt mit so Spitz-BH mit Spitzen dran. Ja. Und wenn die Muslime ist das sehen... Das ist ja auch kein Wunder mehr. Ne? Du siehst ja anhand der ganzen Plakate, sobald man sich hier an so einer Bushaltestelle sitzt, sieht man schon an den dieser Scheibe so ein halbnackte Frauen. Ne? Das ist unglaublich. In Dessous. Oder haben wir, weißt du, was ich gesehen habe? Ich war ja beim Hafen hier bei uns in Hamburg und da war ein kleines Mädchen, die hatte so Inliner angehabt, ne? Und einen Rock, weißt du? Und durch den Wind konnte man das hinten sehen, weißt du? Man konnte das sehen. Man konnte das richtig sehen. Und ich wollte am liebsten zu der Mutter hingehen und sagen, schämst du dich gar nicht? Bist du, schämst du dich gar nicht, so ehrenlos zu sein mit deinem kleinen Kind? Ohne Witz, du konntest richtig den Hintern, ein bisschen Wind und das ist alles noch oben gekommen. So fein war der Rock. So eklig. So dreckig ist das. Ja, und ich höre immer wieder, ne, dass die 12-Jährigen... Hab ich Internet? Hallo? Ja, alles gut. Dass die 12-jährigen Mädels schon längst in Sachen Sexualität alles schon hatten. Bis 12, 13 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn die Muslime hier hinkommen und das sehen, wie verrucht, wie verhurt die Europäer sind. Ja. Was glaubst du, was sie dann denken über die sogenannte Christenheit in Europa? Die denken, das sind Christen, die sowas tun. Weil Europa, Christentum, Religion, offiziell heißt der Religion von Europa Christentum. Ja. Also ist das, was die jetzt tun, mit 12 Jahren, also alle Sexualitäten ausprobiert haben, da sagen die, guck mal, wie die Christen sind. Das ist das Letzte. Aber die Muslime bemerken dann nicht, dass sie in ihren eigenen Schriften haben, dass sie bis zu 4 Frauen nehmen können und dann auch noch Kinder, ne, Kinder heiraten. Legal, ja, durch Gottes Wort. Aber generell, ja, das ist wieder tiefe Studie, das kennen die nicht. Aber so ganz normal, aus so, was sie traditionell beigebracht bekommen haben, dass das nicht gut ist, so mit Sexualität offen und so weiter. Auf einmal sehen die das, dann denken die, guck mal, dieses Christenheit hier, das ist, Christentum ist das Allerletzte. Also ist der Islam doch die Wahrheit. Weil wenn das Christentum ist, dann muss der Islam wahr sein, richtig? So einfach denken die. Gehen da nicht auf die Suche und studieren die Schriften. Die denken, das sind alles Christen hier. Und wenn das Christentum ist, dann muss der Islam tausendmal richtig sein. So denken die. Ja. Ja, traurig. Jetzt ne? Musst du denen erklären, das sind keine Christen, die sind alle abgefallen. Die haben nur noch Christina oder Christiane als Name auf dem Pass. Ja. Oder Reza, wenn du zu Butni gehst oder zu Rossmann gehst, ne? Ja. Bei euch im Supermarkt, ne? Hört ihr mich? Ja. Bei uns gibt es schon sowas wie Sexspielzeuge. Und das müsst ihr euch mal geben. Bei Butni gibt es Gummipuppen, Sexspielzeuge und so eine Sachen. Ganz normal, du gehst da von Butni hin und dann eine ganze Abteilung mit Erotik-Sachen. Und jetzt kleine Kinder gehen ja auch da rein und die sehen das alles. Die sehen das, diese Gummipuppen und so. Also es ist Normalität geworden, das gab es so 20 Jahre nicht. Das ist so krank, ne? Das ist so heftig. Das schockt mich immer mehr und immer mehr, wie das so vor unseren Augen ist und wie das schlimmer. Ja, der Satan, der das alles macht, der lacht sich natürlich ins Fäustchen, indem er eben die abgefallene Christenheit total zerstört. Komplett zerstört. Und Cäsar, habe ich gesehen, die kleinen Kinder auf ihre Handys, wo ich weiß nicht, wie alt die waren, 10, 12, die haben auf ihren Handys so SDX geguckt, so, ne? SDX, so Videos so. Und dann haben die sich so drauf aufgeteilt. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das ist sowas von kaputt. Das kann man auch nicht mehr aufhalten, wie du schon sagst, ne?
Und das kannst du nicht mehr aufhalten. An wie viele, an wie vielen Ecken und Kanten willst du denn noch schleifen? Willst du den Muslimen erklären, dass das hier nicht Christen sind? Willst du den Christen erklären, dass diese Muslime, die hier sind, 99% nicht richtige Muslime sind? Wie willst du den Menschen erklären, dass die wahren Christen die Wiedergeborenen sind? Sowas haben die noch nie gehört in 2000 Jahren. Weil die katholische Kirche noch nie darüber gesprochen hat oder die evangelische Kirche. Auf einmal kommen wir und sagen, ja, ihr müsst von Neuem geboren werden. Dann denke ich, was hat denn diese Spinne? Neugeboren. Warum redet die ganze Christenheit nicht darüber, wenn das doch so wichtig ist? Also müssten Amir und Reza die größten Bekloppten sein mit Sekte, mit Wiedergeburt und Neugeburt und so weiter. Ja, so ist die Welt. Komplett verloren. Komplett verballert in dem Gehirn. Genau. Wo sollen wir anfangen? An welchen Fronten sollen wir denn kämpfen? An wie vielen Fronten sollen wir kämpfen? Wie soll man den Katholiken, Orthodoxen, Protestanten erklären, dass das, was sie tun, nicht biblisch ist? Dass sie wiedergeboren werden müssen? Dann musst du zu den Muslimen, dann musst du denen erklären, was der Islam ist. Dann von den Islam weg zu den Atheisten, dann musst du erklären, wer hinter dem Atheismus steckt. An wie vielen Fronten müssen wir denn kämpfen? Die ganze Welt ist gegen uns. Wir in der Mitte und es wird geschossen auf uns. Und wir müssen alles abwehren. Alles. Das ist so krank. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mit all seinen Sachen, was er auf die Beine gestellt hat. Ja. Aber wir müssen bewaffnet sein. Ich habe mal, hab mal ein Video geschaut, das ist in den 80er Jahren. Nochmal? Hallo? 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 Hört ihr mich, ihr Lieben? Ach so, ja, okay, was ist mit den anderen? Warum höre ich die anderen nicht, ihr Lieben? Hört ihr die anderen? Ah, okay. Ja, okay. Es sieht so aus, als ob das bei ihm blitzt. Der ganze Bildschirm blitzt hier bei mir. Seht ihr das? Leuchtet immer wieder hell und dunkel. Ist das bei euch auch so? Ja. Ja gut, ist egal. Dann rede ich halt mit euch, ihr Lieben. Ja? Da seht ihr eben, dass wir wirklich im Star Wars sind. Ja genau, die Gewitter sieht das aus. Dass eben der Satan mit allem, was er hat, was er auf die Beine gestellt hat, die auf der Erde auf uns einschießt. Und wir müssen alles abwehren und den Menschen aus allen Couleurs und geistigen Denkrichtungen ihnen die Wahrheit erklären. Und dafür müssen wir uns bewaffnen mit geistigem Know-how. Ja, weiterlernen und durch den Herrn im Gebet immer weiter Weisheit uns aneignen. Und der Herr wird uns Weisheit geben, sodass wir auch bestehen können im Kampf. Und dann müssen wir versuchen, auf allen Fronten zu kämpfen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Mit Schwert oder mit der geballten Faust? Nein. Es ist nur ein geistiger Kampf. Argumentativ. Und müssen versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Ja. Daher ist es ganz, ganz wichtig. Gebet, ihr Lieben. Gebet. Bibel lesen. Wenn ihr zum Beispiel, ihr seid nicht so gut im Bibel lesen, dann müsst ihr wenigstens die Bibel hören. Es gibt ja mittlerweile auch sehr viele Bibelhörbücher. Auch auf YouTube ist die ganze Bibel schon da. Auch Schlachter 2000. Ja, Gebet, Bibel lesen und eben Gemeinschaft haben mit den Geschwistern. Also ich weiß, es gibt halt nicht viele Geschwister da draußen. Aber mit denjenigen Geschwistern, die noch da sind, müsst ihr versuchen halt Gemeinschaft haben, damit ihr auch eben nicht fleischlich werdet.
So. So, ihr Lieben, wer will mir eine Wassermelone spenden? Wer von euch will dem Dr. Abu Hetzerei eine dicke Wassermelone spenden? Linder, Wassermelonen sind da, um sie zu essen. Ibn al-Raim sagt, man kann sich eine Wassermelone nehmen, ein Loch darin bohren und sein Glied einführen. Wahnsinn? Ja, wunderbar. Ja, ja. Vielleicht hat er auch Hunger, ne? Ja, man weiß es. Wo steht das? In Bada al-Fawaid von Ibn al-Raim. Im Band 4, Seite 96. Ich weiß noch, wie dieses Video da von dem von den Christen da gemacht wurde. Ihr seid nicht nur ihr seid nicht nur die beste Oma, nein, auch die geilste Oma. Das war so heftig. Ja, hardcore. Aber ihr Lieben, ihr habt das alle verstanden, ja, dass der Herr Jesus auch als Mensch, der Prophet, also der Prophet war aus 5. Mose 18, ab Vers 15. 5. Mose Kapitel 18, ab Vers 15. Und folgende. Der verheißene Messias, der auch ein Prophet ist. Der Herr Jesus ist Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Eben, das wird sehr gut im Hebräerbrief geschildert. Ja. Ja. Das hört sich an wie Afrika. Assalamu alaikum, meine liebe Geschwister und Ramadan Karim. Wir gewünschen viele von euch während des heiligen Monats ihre Fragen bezüglich Halal und Haram und was man als gläubiger Muslim in diesem Monat zu beachten, damit sein Fasten angenommen wird. Ich werde heute versuchen, einige dieser Fragen zu beantworten. Bei fast allen Fragen heute geht es nur um Sex während Ramadan. Mashallah, mashallah, wallahi, ihr seid nicht nur die beste Umma unter der Menschheit. Nein, ihr seid auch die geilste Umma. Denn selbst während des Fastens denkt ihr nur an das eine. So, die erste Frage stellt Bruder Abdullah und sie lautet: Darf ich mit meiner Frau schlafen während der Fastenzeit? Nein, Bruder, das sagst du nicht. Nein. Dein Geschlechtsverkehr dein Fasten unglücklich macht. Dies gilt für die gesamte Zeit des Fastens, die im Morgengrauen mit Ende des Aufrufs zum Gebet beginnt und mit dem Sonnenuntergang endet. Spätestens zu dieser Zeit musst du den Akt vollendet haben. Wacht in deinem Fajr. Wacht in deinem Fajr. Allah, deine Gemeinde ist richtig. Und ich sage, dass du in der Nähe des Adam bist. Ja, in der Nähe des Adam. In der Nähe des Adam. Ich habe es nicht. Oh ja, nein, das ist some special Zawas. Oh, mal bei Kajet, ja, sie sind von einer Fabrik von Korea. Warte, guck mal, wir kommen zur besten Stelle. Das ist ein Frau, eines Mannes. Durch als dritte ausgeleitete allgemeine Urteilsfindung gesagt, dass das Verschwinden der Eichel in einer der beiden Eingänge oder Ausgänge, sei es im vorderen oder hinteren Bereich einer Frau, eines Mannes oder eines Tieres, annulliert das Fasten. Dasselbe gilt ebenso für Sex mit Tieren. Ibn Qudama schrieb, dass Al-Qadi sagte, der Geschlechtsverkehr mit einem Tier während des Fastens erfordert ebenso die Söhneopfer. Also keine Schranke, Bruder. Nicht mal mit Tieren. Al-Qadi! Al-Qadi sagte, das Geschlechtsverkehr mit einem Tier erfordert Hühneropfer. Heftig. Ist das krank? Was für Themen die aufmachen im Islam? Sex mit Tieren! Ja, hardcore. Mir wird übel jetzt gerade. Ist Aisha fragt, wen ist was, Bruder? Flirtet und spielt mein Mann mit mir im Bett, wobei sein Eichel meine Scheide berührt und oftmals in mir leicht eindringt. Wie beurteilt ihr das?
Das absichtliche Eindringen, auch ohne Lernerguss, ist während des Fastens haram. Das kann nicht haben. Wenn die Seife oder die Knipse nicht vollständig in der Kleide verschwindet, so ist es halal. Am besten, du sollst es selber steuern, Schwester. Samenerguss ist in jedem Fall haram. Dies gilt ebenso für Lesben. Wenn zwei Frauen lieben, dann muss diejenige, die Orgasmus hatte, die Söhne opfern. So steht es wörtlich in Al-Sharh al-Kabir von unserem großen Gelehrten Ibn Qudama. In Al-Sharh al-Kabir von Ibn Qudama, dem großen Hanbali-Gelehrten. Das ist hardcore. Wenn zwei Frauen, wenn zwei Frauen miteinander Liebe machen, dann muss Sühnopfer geschehen. Darf ich wenigstens meine Frau während der Fastenzeit küssen? Darf ich meine Frau während der Fastenzeit küssen? Ja. Das Küssen deine Begierde erweckt, so dass du dich nicht mehr beherrschen kannst, so solltest du es lieber lassen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam küsste auch seine Frauen während des Fastens. Aber dabei hatte er seinen Glied immer im Griff gehabt. Aisha erzählte, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil seien auf ihm, hatte während des Fastens geküsst. Er war aber der Beste unter euch, der über seinen Glied gebieten konnte. Unser Bruder Mustafa. Wie die den Mohammed so darstellen, so, als wäre der Übermensch überhaupt, der hat perfekt sein Glied unter Kontrolle. Er hat uns zwar alle geküsst, aber der war nicht direkt so, ne? Guck dir das mal an, mit wem das alles so. Du musst dir mal vorstellen, Aisha ist ja die Frau von Mohammed gewesen, die sowas übermittelt über ihren Mann. Snecker fragt, während des Fastenmonats habe ich das Gefühl, ich würde gleich vor Lust explodieren und ich muss meinen Samen unbedingt ergießen. Darf ich das tun? Also während des Fastens hat jemand das Gefühl, dass seine Samen gleich abplatzen aus seiner Hode. Darf, wie darf er denn seine Samen entledigen? Guck mal, wie darf er sich denn entledigen? Zur Antwort weise ich auf einen wichtigen Hadith diesbezüglich hin. Ahmed ibn Hanbal erzählte von einem Mann, der Angst hatte, dass seine Blase oder seine Prostata wegen Ansammlung des männlichen Samen im Ramadan abplatzen würde. Diesem Mann wurde dann erlaubt, den Samen auf verschiedene Art und Weise zu ergießen. Darunter sahen er uns in den Händen eines Sklavenkindes oder in den Händen einer ungläubigen Frau. Habt ihr das gehört? In die Hände eines Sklavenkindes? Und dann regen die Leute sich auf über Sinanjis Äußerungen, aber haben kein Problem damit, dass das in den großgelehrten Büchern steht. In den Büchern der Großgelehrten. Wo ist der Bündnis Kinderschutz? in welchem Buch? In Bada al-Fawaid von Ibn al-Qayyim, auf der Seite, im vierten Band auf der Seite 96. Das klingt wirklich nach Sinanji-Worten, schreibt die einer. Ja, genau. Befriedigung mit der eigenen Hand ist auf jeden Fall haram. Daher gibt es die islamischen Hilfsmaßnahmen. Jetzt für die Frauen. Wenn der Mann ein Loch in einer Wassermelone. Hier, guck mal, Wassermelone. Teig, Leder oder in einer Statuenbrust und sein Glied darin einfügt, dann wäre dies nicht so schwerwiegend wie die Selbstbefriedigung mit der eigenen Hand. Also mit der Hand sich selbst zu befriedigen, ist so schlimm im Islam. Dafür gibt es dann islamische Hilfsmittel. Du darfst ein Loch in eine Wassermelone reinbohren, ein Stück Teig, Leder und daran darfst du dich befriedigen. Aber mit der Hand zu machen, ist natürlich das Schlimmste aller Schlimmsten. Schaut euch das an, bitte. Mr. Hadid fragt, was mache ich, wenn ich mich im Ramadan... Jetzt für die Frauen! Wenn du wie bei Bruder Mustafa unter massiven Hormonendruck leidest, dass es dadurch gesundheitliche Schäden entstehen könnten, dann sollst du dich nach der Methode von Ahmed ibn Hanbal und seiner Hanbalitenschule davon befreien. Einige unserer Freunde sagen, dass wenn eine Frau ohne Mann lebt und unter starker Begierde leidet, dann ist es ihr erlaubt, Al-Ikrimbich zu benutzen. Das ist ein Lederteil, das wie ein Penis geformt ist.
Dieses kann die Frau in ihr einfühlen oder so ähnliches. Boah! Unfassbar! Ja, man kann, wenn eine Frau unter starke Begierden leidet, dann kann die Frau sich Al-Ikrimbitsch reinhauen. Das ist ein Stück Lederteil, das so geformt ist wie ein PNIS. Und das darf sie dann in sich einführen. Ist das zu fassen? Ha? Ist das Wahnsinn, was sich in den Büchern verzeichnet, also was in den Büchern verzeichnet ist? Und die hat warm, genau. Er hat gerade so viel gespielt. Ihm ist richtig warm. Ja, das ist traurig, ne? Da warne ich schon seit Jahren davor, dass diese Religion alles andere ist als die Wahrheit. Zusätzlich noch, welche Glaubensgemeinschaft nimmt sowas in ihren Büchern überhaupt auf? Da müsst ihr euch mal vorstellen, dass das nicht so irgendwelche kleinen Spinner sind, die das in ihren Büchern aufgenommen haben. Nein, riesengroße Namen sind das. Riesengroße Namen. Danken wir Gott, dem Herrn Jesus Christus, dass er uns rausholt aus Religionen. Und uns zu ihm geführt hat, zum lebendigen Wort Gottes, zum Herrn Jesus. Seid froh, dass ihr den Herrn Jesus Christus habt. Es sind noch so viele gefangen in irgendwelchen Religionen. Es ist unfassbar. Möge der Herr noch so viele Augen öffnen, wie es nur geht, ihr Herz öffnen, dass sie den Wahnsinn erkennen. Dass Religion uns nicht weiterbringt, sondern der Herr Jesus uns weiterbringt. Und zwar das ewige Leben. Ja, Amen. Er bringt uns zum ewigen Leben. Amen. Hast du das gerade eben gehört, ne, Lisa? Ja, ein bisschen. Sehr, sehr lustig, sehr, sehr schlimm. Das Traurige ist ja, das Lustige ist ja, dass es so traurig ist, beziehungsweise das Traurige ist, dass es so lustig ist. Ja, beides, ne? Diese beiden Komponenten, ne? Ja. Die das vereint. Ne? Ein Baby, eine Baby. Eine Baby. Was machst du? Bist du am Essen, ist da? Ja, meinen Kleinen bin ich am Essen. Das tut's gut. Ich habe auch Hunger. Was soll ich denn jetzt machen? Lisa. Ja. Was soll ich denn jetzt machen, Lisa? Ich habe auch Hunger. Ja. Einfach ein bisschen fasten. Einfach ein bisschen fasten. Ich faste ja schon den ganzen Tag. Lisa. Ja. Wie soll ich denn noch fasten, Mann? Du bist so fast und furious bist. Döner macht schöner. Einen vegetarischen Döner. Eine vegetarische Döner.
Hörst du mich, Amir? Ja, Tony G. Ja, ich habe mal eine Frage. Ja. Guck mal, ich bin Rapper und in der katholischen Kirche ist es so, dass du im Beichtstuhl bist und so Sachen. Wie ist es, wenn zum Beispiel neugeboren, auf was muss man achten? Was ist verboten oder was darfst du nicht? Du bist Rapper? Ja, zum Beispiel, wenn ich rauche, wenn ich rappe, was ist denn verboten, wenn du neugeboren bist? Zum Beispiel, du sollst mit dem Unsinn aufhören. Ja, aber zum Beispiel, du gehst in die katholische Kirche, da kannst du Beichte ablegen. Ja, du musst zum Herrn Jesus kommen. Da Beichte ablegen, von neuem geboren werden und den Heiligen Geist empfangen und ein anderes Leben leben. Ja, aber was ist denn verboten? Also die 10 Gebote oder an was muss man sich halten zum Beispiel? Was man nicht machen darf? Du sollst dich an die Gebote des Herrn Jesus Christus halten und der verlangt von dir, dass du ablässt von dieser Welt. Rappen ist Welt. Diese ganzen anderen Sachen sind alles Welt. Lass ab davon. Folge dem Herrn Jesus. Nimm dein Kreuz auf dich. Rede von Jesus Christus überall. Hier, guck mal, mein Hund, der ist auch schon am Ende wegen dieser ganzen Diskussion. Ja, aber guck mal, das Problem, was ich habe, guck mal, zum Beispiel bei den Christen sagen, wenn du das nicht machst, kommst du in Hölle. Bei den Muslimen sagen die auch, kommst du in Hölle. Ich finde, vielleicht willst du es jetzt nicht hören, was ich meine. Ich finde, dass Religionen sind da, um Menschen zu steuern. Was sagst du dazu? Ja, Religion hast du recht, aber Jesus Christus ist ja keine Religion. Da haben wir Glück gehabt, dass der Jesus Christus genau das Gegenteil von Religion macht. Ja, weil ich bin ja zurzeit aus der Kirche ausgetreten wegen dem Papst. Ich glaube das alles nicht, was da läuft. Deswegen, ja, genau, du sollst an den Herrn Jesus glauben. Und wann neugeboren musst, du sagtest, Bruder, welchen Bruder meinst du denn eigentlich? Oder wegen neugeboren? Was? Du sagtest, wenn du neugeboren bist, musst du es einen Bruder machen, wegen Taufen und was weiß ich was. Musst du Bruder machen? Was für Bruder machen? Ein Bruder, der mich dann taufen tut und so, hast du doch gesagt. Ach so, genau. Du sollst dir dann eine Gemeinde suchen und du sollst diese Gemeinde prüfen, ob sie aus Gott geboren sind und an was sie da glauben, dann lässt du dich von ihnen taufen. Ja, und welche Gemeinde empfiehlst du? Nein. Was? Keinen. Nein, irgendeine Gemeinde muss er ja hingehen, um sich taufen zu lassen, ist er. Das kann er bei einem Bruder machen, aber keine Gemeinde. Ja, aber er hat doch keine Brüder, wo soll er hingehen? Ja, genau. Er soll erst wiedergeboren werden. Die Wassertaufe ist unwichtig. Ja, ich weiß, aber wenn er sich taufen lassen möchte, dann kann er ja in irgendeine Gemeinde gehen, in eine diese Gemeinde. Es kann sein, dass er sich mit dieser Wassertaufe ablenkt von der wahren Wiedergeburt. Ja, okay. Also was soll ich da machen? Erst die Wiedergeburt. Ja, wie gesagt, zurzeit bin ich ausgetreten aus dem Christentum. Du bist nur aus einer Kirche ausgetreten, nicht aus dem Christentum. Ja. Du musst zum Herrn Jesus Christus finden. Das ist sogar richtig. Du musst, um wiedergeboren zu werden, musst du erstmal aus der katholischen Kirche austreten. So, das ist, du bist genau jetzt richtig. Jetzt musst du den Herrn Jesus kennenlernen und dann zur Wiedergeburt ansetzen. Dazu brauchst du Glaube. Der Glaube fehlt dir noch. Das heißt, Gott muss dir diesen Glauben schenken. Ja, und wie mache ich den ersten Schritt? Was soll ich da machen? Einfach, wenn du gleich zu Hause bist oder wenn du in Ruhe bist, oder einfach nur ein bisschen unabgelenkt, einfach deine Augen zu und im Gebet Gott fragen, wer er ist und dass er sich dir offenbaren soll. Okay. Okay, das war's mit meinen Fragen. Dankeschön, gell? Jo, gerne. Ich wünsche euch alles gut und macht weiter so. Ciao. Ja, danke, danke. Dir auch, danke. Gottes Segen. Danke, ciao. Ciao. Hat er gerade gesagt, er hat ja gerade gesagt, dass er eben ausgetreten ist aus dem Christentum und dass er sagt, hat auch gerade gesagt, dass alle Religionen, sowohl Christentum, Islam und so weiter, Probleme sind hier auf der Erde. Weil die alle von Hölle sprechen. Verstehst du, Hayet?
Er hat gerade selber gesagt, dass das Christentum auch mit ihrer Höllenlehre und so weiter, wie der Islam, dass das alles so nicht irgendwie komisch ist für ihn. Dass das eben fehlt, der Glaube an die Bibel und an Gott und an Hölle und an Herrn Jesus und an Paradies. Ja, also er braucht erstmal Glauben zur Wiedergeburt. Ohne Glaube kannst du nicht wiedergeboren werden. Nein, ich urteile nicht. Gut, ich muss ein Urteil treffen. Danke, Mann. Natürlich müssen wir urteilen. Wenn der ein Muslim sagt, ich bin errettet und ich werde in den Himmel kommen, dann musst du urteilen über diesen Urteil. Du musst richten, du musst sagen, nein, du wirst verloren gehen, wenn du nicht wiedergeboren wirst, zum Herrn Jesus Christus kommst. Das heißt, da urteilst du gerade über jemanden. Es gibt ein Urteilen, das aus dem Heiligen Geist kommt, was richtig ist, und es gibt ein Urteilen, was nicht aus dem Heiligen Geist kommt. Und das ist falsch. Das ist fleischlich. Ich denke halt, dass Gott nur urteilen oder bewerten darf. Nein, natürlich darf Gott das letzte Wort sprechen. Klar, das wird er auch. Der Herr Jesus, Gott wird das letzte Wort sprechen, aber er hat uns auch seinen Heiligen Geist gegeben, damit auch wir urteilen können. 1. Korinther Kapitel 5 heißt es, ihr könnt ihr nicht die richten, die drinnen sind, also die Christen, die reingekommen sind, die müsst ihr richten. Die da draußen sind, also die Atheisten, Muslime, alles, was ungläubig ist, die richtet Gott. Aber wir müssen die drinnen sind, die Christen, die sich hineingeschlichen haben, anhand der Schrift prüfen und auch dementsprechend auch richten und urteilen über die. Ja. Ja. Grüß dich, Amir. Grüß dich, Reza. Hallo. Hi. Erstmal möchte ich mich kurz bei euch bedanken, dass ihr als Ex-Muslime so mutig über Jesus mit vollem Herzen das Evangelium predigt. Alle Dank und Ehre dem Herrn Jesus Christus. Danke. Nur eine Frage. Wegen der katholischen Kirche. Was ist daran falsch? Ich verstehe das nicht so ganz. Ja, sie haben viele Irrlehren. Sie haben viele Schlacken in den Lehren. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Heiligenverehrung. Zu Toten beten. Maria verehren, zu Maria beten. Ja, Zölibat, dass die Priester nicht heiraten dürfen. Muss man das nicht unterscheiden? Bitte? Verehren und anbeten, muss man das nicht unterscheiden? Es ist dasselbe. Wenn du zu einem toten Menschen sprichst und du sprichst zu diesem Menschen und sagst, bitte bete für mich, dann heißt das ja, du nimmst eine Kommunikation auf zu der geistigen Welt. Und in der geistigen Welt Kommunikation aufnehmen mit der geistigen Welt ist ein Gebet. Und ein Gebet darf nur zu Gott gerichtet sein. Amen. Ja gut, da gebe ich dir ja recht, aber zum Beispiel, ja, machen wir ein Beispiel mit Maria. Ja. Wir wissen, dass sie zu 100% im Himmel ist und neben Gott ist. Und wenn wir bitte für sie zu machen. 100%? Was wissen wir über 100%? Sie war ja sündenlos, oder laut Bibel, nehme ich an. Sündenlos? Nein, natürlich nicht. Sie war nicht sündenlos, sie war eine ganz normale Frau, wie alle anderen auch, die bräuchte auch Rettung. Das steht ja auch im Lukas-Evangelium. Und nur der Herr Jesus ist Gott und sündlos. Alle anderen Menschen sind Sünder. Meinst du, eine sündenlose Frau könnte Gott in Mensch gebären? Eine sündenvolle Frau, meinst du? Genau, eine Frau, die Sünden hat. Natürlich. Gut. Maria ist ein Mensch, ein normaler Mensch, das aus Sünde geboren ist, ganz normal, als Sünder. Ja, mit der Erbsünde meinst du? Ja. Richtig. Das ja. Der Einzige, sie war der ja nicht vollkommen. Vollkommen ist nur Gott, der Herr Jesus. Der ist vollkommen, der ist ohne Sünde. Aber jeder andere Mensch ist noch nicht vollkommen. Der begeht Sünden, der macht Fehler.
Maria war doch nicht fehlerlos, das ist Gott. Das ist das, was die Leute nicht verstehen. Weil sie Maria dann zu Gott machen, die sagen, sie war sündenlos, also sie war vollkommen. Genau. Dann gibt es nur zwei Sachen gibt es, die vollkommen, also sündlos ist. Die Engel, die bei Gott sind, die nicht gesündigt haben, und der Herr Jesus selber, also Gott selber. Aber alle Menschen sind ja ganz normal durch Sünde geboren, also in Erbsünde geboren. Ja, aber sonst in der Geschichte, in der Bibel, hat Maria keine Sünden gemacht, so viel ich weiß. Wie meinst du das, sie hat keine Sünde gemacht? Ja, es steht ja nichts über Maria, dass sie, keine Ahnung, irgendwelches etwas Falsches gemacht hat. Oder? Ja, gut, zum Beispiel meine Frau. Steht da in der Bibel, dass meine Frau nicht gesündigt hat? Kannst du mir die Stelle zeigen? Nein, das steht ja nicht. Ich bin ja verheiratet. Ja gut, dann, weil das nicht da drin steht, dass meine Frau nicht gesündigt hat, dann ist sie ohne Sünde. Nein. Ja gut, ja, ich verstehe dich schon, was du meinst. Ja. Und zum Beispiel katholischer Gottesdienst? Ja, was ist mit dem katholischen Gottesdienst? Ich gehe seit meiner Kindheit eigentlich fast jeden Sonntag, und ich sehe da nichts Falsches oder wo falsch gelehrt wird. Natürlich. Aus der Bibel. Ja, das heißt aber nicht, dass nur, weil man jetzt ein bisschen aus der Bibel liest und so weiter, dass man errettet ist. Der Herr Jesus sagt das selber in Matthäus 7, es werden zu mir viele sagen, Herr, Herr, haben wir nicht dies und das in deinem Namen getan? Haben wir nicht das und das getan? Und der Herr Jesus wird sagen zu ihnen, weicht von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Ja gut. Und die sagen zum Herrn Jesus, Herr. Die sagen zu Jesus, Herr. Ja, aber da nicht jeder, der sagt, Jesus ist errettet. Bitte? Da meint er ja nicht uns, seine Nachfolger, sondern da meint er irgendwelche Sekten oder weiß es auch nicht was. Ja, das steht da drin, was er meint. Menschen, die zum Herrn Jesus sagen, Herr. So wie in den Kirchen. Jesus ist Herr, sagen die. Ja. Ja. Und dann treiben die Dämonen aus, zum Beispiel in der katholischen Kirche, der Exorzismus in der katholischen Kirche. Ja. Und der Herr sagt, ihr habt in meinem Namen Dämonen ausgetrieben. Und ihr sagt zu mir, Herr, aber ich kenne euch nicht. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ja, aber Jesus und seine Jünger haben auch Dämonen ausgetrieben. Ja, aber jetzt, welche Leute sind das, die Dämonen austreiben und zum Herrn Jesus sagen, Herr? Also du willst ja nicht sagen, dass der Herr Jesus jetzt einen Widerspruch hat. Nein. Klientel, oder? Genau. Nicht die Jünger, sondern andere Leute. Es müssen ja nicht seine Jünger sein, sondern es sind andere Leute. So, jetzt müssen wir herausfinden, wer diese Leute sind, die Dämonen austreiben. Und zum Herrn Jesus sagen, Jesus ist Herr. Wer könnte das noch sein, außer die Jünger? Die Jünger sind es ja nicht. Die sind ja errettet. Ja, aber vielleicht... Da bleibt nicht viel übrig. Ja, wer könnte das sein, die Dämonen austreiben und zum Jesus sagen, Jesus ist Herr? Es könnten die Katholiken sein, naja. Sehr gut, siehst du, du kannst sehr gut urteilen. Könnten das auch die Charismatiker sein? Die Dämonen austreiben in ihren Gemeinden. Ja. Ja, siehst du, die sagen das auch. Jesus ist Herr. Oh, Herr Jesus. Und dann treiben die Dämonen aus. Und der Herr Jesus wird demnächst, später, wenn sie vor ihm stehen, sagen, ich kenne euch nicht, ihr Übeltäter. Weicht von mir. Das heißt, sie haben gar keine Beziehung zum Herrn Jesus. Der Herr Jesus sagt nicht, ich habe euch gekannt, aber jetzt will ich euch nicht mehr kennen. Nein. Ich habe euch noch nie gekannt. Das heißt, noch nie eine Beziehung mit euch gehabt. Das ist das Traurige an der Sache. Ja, gut. Dass das die Leute denken, die haben eine Beziehung zu Jesus und Gott, und dabei haben sie gar keine Beziehung. Der Herr Jesus will die, also hat die raus. Und das ist gefährlich. Und laut deinem Wissen, wie hat man die erste Beziehung, wenn man neu geboren ist und direkt genau. Mit Gott alles macht? Genau. Alles musst du hinter dich lassen. Alles. Die ganze Welt. Deine Religion, Katholizismus, Protestantismus, Islam, Atheismus, was weiß ich, woher du kommst. Das musst du alles einbüßen vor dem Herrn Jesus Christus. Alles musst du aufgeben für ihn. Nur Bibel, deine Sünden, Jesus, fertig. Genau. Keine Ablenkung vom Herrn Jesus. Gut.
Nein, dann danke ich dir für die Informationen. Gerne, gerne. Du kannst mich immer wieder fragen. Ist gut, mache ich. Danke dir, Reza. Jo, danke dem Herrn. Danke, ciao. Tschüss, ciao, ciao. Geht. Ja, ihr Lieben, ne, wir dürfen uns kein bisschen vom Weg vom Herrn Jesus Christus ablenken lassen. Nicht ein Millimeter nach links schauen, nicht ein Millimeter nach rechts. Dicht hinter dem Herrn Jesus laufen. Kommt jemand, ja, komm, ein bisschen Maria anbeten, ein bisschen Paulus anbeten, lass uns die mal kurz anrufen. Nein, kenne ich nicht, tschüss, weiter mit dem Herrn Jesus. Komm, lass uns diesen Weg gehen. Jesus, ja, aber wir müssen noch ein bisschen Dämonen austreiben. Nein, kenne ich nicht. Herr Jesus. Ich kenne nur den Herrn Jesus, ich laufe ihm hinterher. Nicht ablenken lassen. Und dann seid ihr richtig. Ne? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man auf dem Weg bleibt, nicht abkommt. Klar, die Wiedergeborenen sowieso, die werden auf dem Weg bleiben. Aber die, die nicht wiedergeboren sind, die müssen eben auf dem Weg so lange bleiben, bis sie auch wiedergeboren sind. So einfach ist das. Sie dürfen nicht abkommen, sonst fallen die ab und dann ist vorbei. Ganz, ganz, ganz wichtig. Für Gott muss man von der Welt, von dieser sündigen Welt loslassen und von der Sünderwelt. Wohl dem, der nicht sitzt, wo die Sünder sitzen und die Spötter. Psalm 1. Sondern lustert an dem Herrn und das Gesetz seines Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Absolute Absonderung von der Sünderwelt. Ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr euch nicht hineinverwickeln lasst, wieder in die Belange der Welt. Jetzt zum Beispiel neuerdings, wie der Satan sich auch eingeschlichen hat mit dieser AfD-Sache. AfD und Jesus Christus. Ganz, ganz, ganz wichtig. Absterben der Welt und auf den Herrn Jesus warten. Armin Jumi, hörst du mich? Da ist wieder Gewitter bei dir. Was machst du denn? Ich muss Mutschi sauber machen. Ach so. Das sieht aus, als ob du Gewitter hast bei dir. Ja, ich muss den sauber machen. Der muss immer baden, der muss immer gut duften, baden, alles. Hammer. Heftig. Das ist ein sauberer Hund. Manche Hunde haben es in Deutschland, besonders die Hunde und so weiter, haben es besser in Deutschland als 3 Milliarden Menschen da draußen. Ja, heftig. Ne? Ja, ein Iraner hat da zu mir gesagt, ich würde lieber als Hund in Deutschland leben und bei den Deutschen als Hund in ihren Häusern, anstatt so hier zu leben. Da habe ich Krankenkasse, die arbeitet für mich, geben mir Essen. Das ist ja wie Paradies. Hund zu sein in Europa, das ist das Höchste auf Erden. Oder Katze oder was, Wellensittich oder was die Leute haben. Keine Ahnung, Krokodil, Python oder was auch immer, was die Leute haben. Ja, Alligator. Was ist das? Ist der jetzt abgehauen oder hast du ihn rausgetan? Oder was ist passiert? Der ist einfach, der hat seine Frage beantwortet, bekommt so, wie er es gesagt hat. Und ja, ist raus. Ja, Hase und Python zum Beispiel zusammenhalten ist auch ein bisschen komisch, ne? Python und Hase. Hallo? Könnt ihr mich hören? Ja. Wie geht's euch? Alhamdulillah, Jesus. Danke dem Herrn Jesus. Gut. Und dir? Auch gut, danke. Es sollte jedem gut gehen. Jedem Menschen. Richtig. Ja. Sind wir so in der Meinung, ja. Ja. Ja, darf ich euch mein Zeugnis erzählen? Ja, bitte. Also, ich saß auf einer Bank, ja. Da war nur Landschaft. Aber da war ein Gebäude. Ich wusste nicht,
was für ein Gebäude das war. Ich dachte vielleicht Flüchtlingsheim oder keine Ahnung. Erst später hat sich herausgestellt, das war ein Gericht. Ja. Und ja, aus der Richtung kam ein Mensch in Fleisch und Blut, setzt sich neben mich. Ah, ich habe damals in der Schule nie aufgepasst, weißt du, Französisch, die Lehrerin. Ich habe eine schnelle Auffassungsgabe. Wenn ein Lehrer langsam redet, weißt du, du schweißt ab, hörst du gar nicht zu, fängst an, andere Schüler abzulenken und so weiter. Ja, kennt man doch, oder nicht? Auf jeden Fall setzt sich da jemand in Fleisch und Blut neben mich, spricht mit mir erst Französisch. Ich sage, ich kann dich nicht verstehen. Und dann auf einmal Hebräisch. Ich sage, ich kenne die Sprache gar nicht. Auf einmal haben wir uns einen Gedanken unterhalten. Dann wollte er alle meine Sünden wissen. Ja. Ich konnte nichts verheimlichen. Ich habe alles gebeichtet. Aber in Gedanken. Wir konnten uns in Gedanken unterhalten. Ich habe in der Zeit geraucht. Weißt du, ich habe meine Zigarette gestopft. Ich weiß jetzt die Reihenfolge nicht. Ich konnte meine Hände nicht bewegen. Er hat so eine Kraft gehabt. Ich konnte meine Hände nicht bewegen. Ja, und wo ist er hin? Amir. Der ist rausgefallen. Wollte er uns erzählen, dass er den Herrn Jesus also begegnet ist, oder was? Das kam mir so vor. Dr. Scherer, aber mir muss auch mal kurz was essen, ja?